Peace Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Und zwar wird es heute wieder um die drei besten Apps gehen, die auf keinem Handy fehlen sollten. Und heute wird es eher für die kreativen Leute mal ein bisschen was sein. Wollen wir gar nicht so lange quatschen, legen wir einfach gleich los. Okay Leute, wie ich eben schon meinte, wird es heute eher was für die kreativen Leute, und zwar die App LumaFusion. Ne? Also für alle Video-Creator, YouTuber oder was auch immer, die wirklich wenig Zeit haben, noch, und einfach ihre Projekte auch unterwegs schneiden wollen, würde ich diese App auf jeden Fall weiterempfehlen. Man kann alles eigentlich damit machen, was man mit einem anderen Programm sonst nur auf dem Laptop bewältigen könnte. Und die App kostet, ich habe sie wirklich schon ein bisschen länger, aber ich bin der Meinung, die kostet so 20 Euro circa, also ist schon eine kleine Investition, die man da tun muss. Aber es lohnt sich definitiv. Ich kann euch leider jetzt nicht mehr den genauen Preis sagen, ich werde euch aber den Link dazu unten in die Beschreibung packen. Und ja, ich kann den Preis nicht mehr sehen, weil ich es gekauft habe. Das ja, kann ich irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Aber egal, gehen wir mal jetzt in die App rein. Okay Leute, wie soll es auch anders sein? Es hat mal wieder nicht so funktioniert, wie ich es mir habe vorgestellt. Die Videodatei hat einfach abgekackt, war wieder nicht vorhanden. Ich könnte da so kotzen. Jetzt nehme ich es gerade nochmal auf mit den AirPods Pro. Ist vielleicht für viele auch interessant, was für eine Audioqualität die hat. Bin ich auch selber ehrlich gesagt gespannt. Ich werde jetzt hier immer zwischendurch mal reingucken, ob die auch weiterhin aufnimmt, weil ich habe bis jetzt sogar schon dreimal versucht aufzunehmen und jedes Mal bricht diese Displayaufnahme ab. Keine Ahnung, was das soll. Mann. Na gut, ich probiere es jetzt ganz kurz und knackig zu erklären, weil ich habe es jetzt, wie gesagt, schon ein paar Mal gemacht. Man kann hier zum Beispiel jetzt Greenscreen-Effekte einbauen, ja. Nehmen wir da rauf drücken und die Datei dann, also die Datei müssen wir erstmal reinpacken, dann können wir natürlich da raufklicken. Dann gehen wir oben auf das Schlüsselloch, gehen auf Greenscreen-Key und dann könnten wir die Datei bearbeiten, weil so sieht sie ja ziemlich matsch aus, müssen wir dann ein bisschen anpassen. So dass sie für uns einigermaßen okay aussieht. Ist jetzt im Endeffekt auch noch nicht die beste Lösung, wie man sehen kann. Ist nicht perfekt ausgeschnitten, aber schon für die Anfangsprojekte oder für ein Handyprojekt schon ganz gut. Irgendwann würde man sich natürlich verbessern wollen mit seinen Projekten. Aber jetzt zum Anfang, glaube ich, reicht es erstmal aus, wenn man anfangen möchte. So wie bei mir. Und ja, man kann jetzt noch viel mehr Sachen machen, aber ich habe ehrlich gesagt Schiss, dass wie die Datei wieder abkackt. Zum Beispiel, ich könnte jetzt hier eine Videodatei nehmen, ja, und sie von der Audiodatei auch splitten. Das heißt, jetzt könnte ich eine andere Videodatei rüberlegen und ja, hätte immer noch meine alte Audiodatei, womit man natürlich dann auch viele Sachen dann machen kann, ne? So wie es mir eigentlich vorgestellt mit dem Projekt. Was natürlich dann nicht funktioniert hat, wenn es nicht aufgenommen wird. So ein Kack, ey. Naja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Man kann halt noch sehr viel mehr hier importieren und sowas alles. Aber ich habe jetzt echt Schiss, dass die Datei wieder versagt. Von daher tut mir auf jeden Fall leid. Ja, aber ich habe euch die App vorgestellt. Ich habe mein Versprechen gehalten. Das Video kommt Dienstag raus. Es tut mir leid. Okay Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen. Wie gesagt, ist eher was für die kreativen Leute. Aber mit der App könnt ihr nichts falsch machen und deswegen wollte ich der App mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht kennen auch die ein oder anderen die App schon. Die ist wirklich genial, man kann sie gut gebrauchen im Alltag. Seid gespannt auf die nächste App. Ich werde das Video am Donnerstag rausbringen und die ist auch cool. Könnt ihr mir vertrauen. Peace, wir sehen uns im nächsten Video.